Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongunz Jakob von Infrakta und gerade eben wundere ich mich ein bisschen, warum ich jetzt zoomen kann. Ah, jetzt mache ich's. Und ich bin wieder in Anno Online. Ich habe ja versprochen, dass ich wieder reingucke, sobald ich ein bisschen größer bin, weil das hat sich bei verschiedenen anderen Browserspielen bewährt, dass ich dann nicht alles zeigt, ständig, also jedes 5 Minuten-Fürzchen, sondern immer ein bisschen baue und dann ein bisschen was erzähle wieder. So, wie ihr seht, hier so das Grunddörfchen ist noch da. Ich habe jetzt hier ein bisschen erweitert, habe jetzt auch Handwerkerkarten und Karten, ja, also ein Haustyp. Dieses Registrierkassengeräusch ist, wenn hier irgendwie so Boni-Dinger aufploppen. Kann man ruhig mal einsammeln, das ist ganz nützlich, zum Beispiel hier, um aufzuleveln. Ich habe mir mittlerweile auch so ein Avatar gebastelt, hier dieses optisches Gedöns. Ich bin mittlerweile Stufe 9. Das ist der Vorteil von diesem kleinen blauen Päckchen, da sind zwar nicht viel, aber es ist immer doch auch so ein bisschen Erfahrung drin. Hab fleißig gequestet. Wie man sieht, habe ich auch Gebäude ausgebaut, habe mittlerweile eine Werft, da baue ich jetzt gerade meine erste Brick, das dauert jetzt 2 Stunden. Hab mein Kontor ausgebaut, hab Lagerhaus, hier mein erstes Premium-Gebäude, aber das habe ich, glaube ich, geschenkt bekommen. Das war eine Rubinschleiferei. Man bekommt ab und zu so ungeschliffene Rubine, die kann man zu Rubinen umwandeln. Ich habe auch durch Quest Rubine bekommen, dadurch habe ich jetzt 1100 paar zerquetschte Rubine. Bis jetzt habe ich mir nichts gegönnt, irgendwie in Premium-Währung, weil ich das erstmal so ein bisschen abwarten will. Ich habe die Insel weiter aufgeklärt, habe hier hinten einen zweiten Steinbruch gebaut, meinen ersten Weizenfelder, meine erste Mühle, meine erste Bäckerei. Habe die Straßen gepflastert, damit die Karren schneller sind. Das hier sind so Ruinen. Ich hatte hier so ein bisschen gebaut, damit ich die Straße besser erkennen kann, weil die durch die Häuser ständig verdeckt wurde. Und ich in dem Sinne gekostet. Und die sind eh sofort wieder verfallen, weil ich halt keine gedönsischen Gebäude drumherum gebaut habe. Aber oh, gut, der Schmerzkohl, das ist mir gerade jetzt aufgefallen. Mir fehlt ja noch eine Verbindung. Wo kann man eh schon mal pflastern, wenn wir schon dabei sind. Hab jetzt dank der 2 Stein-Fuzzis da ganz gute Steinproduktion. Hier ist ja ein Stein, mit hinten ist ja der andere. Mittlerweile ein Barbier. Wer das nicht kennt, das waren früher die Jungs, die ihm die Haare geschnitten haben, aber auch den Bart rasiert, ja, geschert haben, eben barbiert haben. Oder balbiert, glaube ich eigentlich. Ist ja wurscht. Ich habe sie aus dem Urlaub noch ab und zu mal getroffen irgendwo. Das sind meistens komischerweise glatzköpfige mit großem Bauch, die die ganze Zeit ihre Klingen, ihre Rasierklingen und sowas an so großen Lederdingern wetzen. Irgendwas Unverständliches vor sich hinbrabbeln, fröhlich grinsen mit 5 Zähnen und dann gehen sie an deinen Hals und mit einer rasiermesser scharfen Klinge eben fangen an, fröhlich immer zu schaben. Du hockst die ganze Zeit da und denkst so, halt, halt, halt. Ah, es wird schon nichts passieren. Aber naja, man will ja irgendwie nicht irgendwie als Weichei dastehen, wenn die anderen sagen so, ey, hier guck mal, ein echter Barbier, lass ja doch mal hier. Folge ist dann immer, dass ich zwar hinterher glatt bin wie ein Babypopo, aber 3 Tage, also meist am Tag später Ausschlag habe wie Sau vom Rasierbrand, weil ich vertrage das irgendwie gut. Ich bin normalerweise, wenn ich überhaupt den Bart abnehme, was bei dem Wetter ja selten ist, bin ich eher der Fan vom elektrischen Rasierer und habe da irgendwie so einen gepflegten 5-Tage-Bart, also etwas ungepflegten 5-Tage-Bart. Das ist mir irgendwie lieber. Das ist irgendwie gesünder für meine Haut. Aber bevor wir jetzt weit abschweifen. Ach so, genau, Bart hier. Ich habe die Sagen hier wie dieses herrliche Poetry Slam geguckt. Rostbraun, Kupfer, Bronze, weiß ja mal genau, könnt ihr einfach mal googeln, Bart, Rostbraun, Kupfer, Bronze, irgendwie sowas mal eingeben. Da kommt ein ganz herrlicher Poetry Slam, wo einer so geil erklärt, was, also so, warum er Bartträger ist. Super. Was habe ich über das Spiel noch rausgefunden? Also wie gesagt, es gibt hier eine Menge lustige kleine Quests. Was mir besonders gut gefällt an dem Spiel, das ist mal so ein fröhliches vor sich hin Gebussel und Gebaue, ohne dass man Angst haben muss, dass irgendein Arsch kommt und fackelt einem die Insel ab. Ich habe mich extra hier mit den Leuten unterhalten, die übrigens sehr nett sind und sehr hilfsbereit. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass man hier sich gegenseitig nicht plündert und brandschatzt, sondern jeder so quasi vor seine Insel fröhlich vor sich hin baut, bis zu einer bestimmten Stufe ab, dann kann man miteinander handeln. Da ist halt keine Notwendigkeit für Grundaggression, sondern das sind eher gechillte Leute hier, mit dem man sich sehr nett unterhalten kann. Die haben mir das dann auch erklärt, wie das so ein bisschen funktioniert. Also hier gibt es nur PvE. Man hat so, ja, man baut halt die Städte aus. Das erklärt auch übrigens, warum man hier irgendwie
keinen Militärzweig bei den Gebäuden hat. Man hat später noch andere Inseln, die man kolonisiert und gedönst, und dann baut man das halt anomäßig schön aus. Das ist eben meine erste Insel, meine Grundinsel, die muss ich nachher freiforschen. Hier dafür brauche ich jetzt schon 900 Handwerker als Einwohner. Ist ja natürlich, ich mache das mit Rubinen. Da brauche ich einen Kaufleute, da brauche ich 1000 Kaufleute, und da brauche ich einen Adeligen. So, immer diese Registrierkarte, dann kommen die Dinge, sammeln wir ein, weil wir wollen ja im Level hochkommen, weil ich hier anfangen will, ernsthaft mal Siedlung zu errichten. Das möchte ich nicht eigentlich hier im zentralen Bereich, wo ich Platz habe, wo ich schön planen kann. Hier hinten will ich dann so Wirtschaftsgebiet eigentlich aufbauen. Das ganze Knuddelkit reiße ich damit ab. Ist ja nicht schlimm. Ich muss ja nicht fürchten, dass irgendjemand kommt und mir alles abfackelt, sondern ich kann das nach und nach gemütlich ausbauen. Also für die Butler- und Häuslebauer-Fraktion ist das ein schönes Browserspiel. Abgesehen davon, dass es halt auch wirklich hübsch ist, mit einer sehr netten Community. Kann ich nur empfehlen. Optisch macht das einen sehr guten Eindruck auf mich. Es ist auch nett aufdringlich. Das gefällt mir hier auch sehr gut. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich überhaupt hier irgendwas gekriegt habe mit einem Sonderangebot. Von wegen, ich kann irgendwas kaufen, in dem Fall Geisterschiffe für Rubine. Ansonsten, ich habe ja das schon erlebt bei Browserspielen, da kommst du rein, da ploppen dir fünf Fenster auf, kauf das, Sonderangebot nur für dich. Extrem aggressiv, hier gar nicht. Weiß nicht genau, ob das Spiel sich wirklich finanziell trägt, so harmlos, wie das quasi anpreist. Ich habe auch schon eine Menge anderes Gedöns geschenkt bekommen. Wo habe ich es nochmal drin? Moment. Genau, ich habe schon Hecken bekommen und Zimtplätzchen. Und ach, ich habe schon wieder ungeschliffen. Obi, ist ja cool. Und moosbedeckte Kiste, wo ich nicht genau weiß, was das ist. Aber oh, da steht aber auch bei einem Brot dran. Also eigentlich sollte das hier Brot sein. Und das Mehl. Also scheint das vielleicht ein Bug zu sein. Oh, das ist alles moosbedeckte Kiste. Das ist ein staubiger Beutel. Also nee, eigentlich ist das Geld. Also das scheint, ich glaube, dass das ein Bug ist. Steht's hier dran? Hier steht's auch nicht richtig dran. Das ist ja auch schön. Die Hanfproduktion. Ist ja wie ein Tropico. Schäfergilde, verbesserte Bäckerei, also Weihnachtsbaum, okay. Das sind so, das sind diese Events, dafür brauche ich diese Geschenke. Okay, na gut, da fehlen mir dann noch ein paar dafür. Was muss ich denn eigentlich machen? Kriege ich das geregelt? Habe ich sowas? 50 Wollbändern, 100 Wolle? Das kriege ich sogar hin, oder? Ja. Nee, das war ja das. So, jetzt sind die gekommen. Wählt den Nebel im Sektor oberhalb des Lagerhauses an. Den Nebel oberhalb des Lagerhauses. Moment, hier ist doch mein Lagerhaus. Was denn für ein Nebel? Ich sehe nur Qualm. Ich kann es aber noch nicht aufdecken. Was ist denn das da? Besuch die rätselhafte Insel. What the fuck? Ah, okay, hier. Das ist meine Insel. Ah, Weihnachtsinsel. Ortswechsel. Okay. Ja, hier gibt es Steine. Es gibt ein Lagerhaus.
Ah, der war gemeint. Auf der Weihnachtsinsel sollte stehen. Ja, soll ich die jetzt auch ausbauen oder was? Ja, nö. Nö, habe ich jetzt keine Lust zu. So, denke aber, reicht auch schon wieder. Ah, hier hinten habe ich schon mal hier so ein bisschen umgelagert, dass ich hier die Werft hinbauen kann. Habe ich hier meine Ziegenfarm nach Osten verlagert. Noch hier noch Spinnerei gebaut mit Schafweide. Zu wem hören die dritte Ziegenweide? Ah, da ist die dritte Ziegenfarm. Okay. Boah, läuft. Boah, macht Spaß. Ist halt so fröhliches vor sich hingebuddele. Ist jetzt ohne große Stressigkeiten. Und man kriegt offensichtlich auch jede Menge irgendwie ständig geschenkt. Ja, Schiffsliste ist noch sehr überschaubar. Da gibt es natürlich auch einen Shop, klar. Okay, wie gesagt, das ist jetzt so der nächste Schritt. Das nächste Mal sehen wir uns. Da habe ich hoffentlich schon wieder ein bisschen eine höhere Stufe, kann wieder neue Sachen oder so bauen und kann dann hier vielleicht wirklich mal anfangen, hier in der Mitte so meine ernsthafte Hauptsiedlung irgendwie hochzuziehen. Und dann reiße ich nicht hier diesen ganzen Krempel hört ab. Schön. Dann verabschiede ich mich wieder von euch für dieses Mal aus Anno Online. Ich bin Moritz Jakob von Frakta. Wir sehen uns im nächsten Video und im nächsten Spiel. Tschö.